Hallo alle zusammen bei einer neuen Folge von Firma 4 Passion. Heute bin ich bei Peter, Pete's Offroad Garage. Hallo. Und muss einiges an meinem Lenkgetriebe vornehmen. Und in dem Umfang haben wir uns überlegt, machen wir auch ein kleines Update zur letzten Folge 250. Heute werden wir uns nämlich mal mein neues Hubdach anschauen, was ich hier bei Peter mit Peters Hilfe eingebaut habe. Und lasst euch mal mitnehmen auf eine kleine Tour. Das ist das Hubdach, was ich beim Peter im April, Mai eingebaut habe, zusammen mit Peters Hilfe. Und ich wollte euch das einfach mal kurz ein bisschen vorstellen. Das ist das Eigen- oder Selbstbaumodell, Baukastensystem von The Overlandies. Und wir haben da ein paar Tage dran rumgebastelt und mit einem doch durchaus sehr, sehr guten Erfolg. Einige Sachen sind nicht so ganz einfach, sollte man von vornherein wissen. Aber wenn man sich darauf einlässt, informiert man sich ja in der Regel schon vorab mal, was auf einen zukommt. Handwerklich darf man nicht ganz ungeschickt sein, aber es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Eine Frage, die sich ja alle wahrscheinlich stellen werden, ist, warum Hubdach oder auch nicht? Ich habe vorher immer ein Dachzelt benutzt, das war perfekt, super für eine gewisse Zeit, aber unpraktisch, wenn man das Dachzelt nicht lagern kann in Form von zum Beispiel unter einem Carport mit einem Lift aufziehen, sondern immer abnehmen muss und wieder drauf montiert. Und alleine schafft man es halt einfach nicht. Das ist nicht möglich. Und zu zweit, die Möglichkeiten sind auch nicht immer gegeben. Darum habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man das Problem lösen. Und da war an sich nur noch die Option Hubdach. Und wer den Markt so ein bisschen verfolgt, weiß, wie kostenintensiv so ein Hubdachaufbau inklusive allem sein kann. Und da ich ein Hobbybastler bin, habe ich gedacht, vielleicht gibt es ja einen schönen Bausatz. Bin dann auf den Nino gekommen von The Overlandies, der so ein Dachzelt oder so ein Hubdach ja für sich selbst konzipiert und auch dann dementsprechend entwickelt hat. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich war von dem Konzept von vornherein überzeugt, habe mich mit ihm unterhalten und habe gesagt, das möchte ich gerne machen. Habe dann mit Peter gesprochen, das ist mein Hauptansprechpartner in diesen Sachen, und Peter war auch ganz angetan davon. Dann haben wir gesagt, komm, das machen wir zusammen, und bin dann zum Peter in die Werkstatt. Die Sachen waren bestellt, alles wurde perfekt geliefert und dann ging die Arbeit auch schon los. Zum Hubdach an sich. Also so ein Hubdach, wie es funktioniert, weiß, denke ich, jeder. Wenn man sich das jetzt so anguckt, sieht man auch sofort, dass der Dachhimmel nicht verkleidet ist. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft zeitlich. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die arbeiten müssen. Und bin damit auch so, wie es aussieht, so wie nackt, wie es ist, war ich in Schweden. Und schon in einer Jahreszeit, wo wir halt davon ausgehen konnten, dass es nachts empfindlich kalt wird und tagsüber noch gute, höhere Temperaturen hat. Und mein Interesse lag auch vor allen Dingen da, mal zu schauen, inwieweit ist denn überhaupt die Entwicklung von Kondenswasser gegeben und wie geht eventuell dann auch mein Konzept auf mit der Dämmung. Ich habe mich entschieden, das Dach soweit gar nicht zu dämmen. Also ich beklebe es nicht mit irgendwelchen Dämmschaummaterialien. Ich werde ganz schlicht und einfach den alten Himmel, den es ja für den HT gar nicht gibt, aber ich habe mir da was zusammengekauft und daraus dann den eigenen Himmel gebaut. Der liegt zu Hause in der Garage, der muss nur noch montiert werden. Aber wird nicht extra gedämmt, weil ich davon ausgehe, dass die Temperatur so auch ausreichend stabil bleibt. Sollte sich das ändern, wird es halt nochmal abgebaut und neu gemacht. Aber ewige Baustelle Defender kennt ja jeder. Dann sieht man hier oben vielleicht, das war auch ein Grund, warum ich es erstmal noch abgelassen habe, da gucken überall Nieten durchs Dach. Ich habe anstatt meines alten Dachträgers Aluplatten oben passend zuschneiden lassen und habe die dann mit dem Dach vernietet. Mit Airline-Schienen, weil das Auto dann einfach deutlich wieder an Höhe abnimmt. Das Schöne bei dem Konzept vom Nino von The Overlandies ist einfach, dass man das Originaldach behält. Es muss nicht eingekürzt werden, weder vorne noch hinten. Der eine sagt, das ist blöd, der andere sagt, alles super. Ich persönlich wollte gerne mein altes Dach behalten, weil das auch noch im tadellosen Zustand war, gab es für mich keinen Grund, ein Hubdachkonzept zu kaufen, wo das komplett ausgetauscht wird. Und daher, altes Dach kann benutzt werden, das wird mit den Schrauben gelöst, legt man dann auf den Rücken und dann kann man die Teile, die notwendig sind, um nachher die beiden Komponenten Dach, alte Dachhaut und Rahmen, der Klapper ist, zusammenzuführen, wunderbar bearbeiten. Das Hubdach-Selbstbausatzkonzept beinhaltet einmal den Rahmen, der wird, soweit ich weiß, in Süddeutschland geschweißt und ist halt klappbar. Eine Besonderheit ist sicherlich das Scharnier, was oben über der Fahrerkabine
angeschlagen wird. Das ist so ein Schneckenscharnier, so dass ich da keinen Dreck drin absetzen kann. Es ist extrem verwindungssteif, was ich persönlich wichtig fand, weil das dann immer eine Schwachstelle ist bei aufgebauten Hubdächern. Und dazu gehört dann halt das ganze Kleingemüse, was man so braucht, die Gasdruckdämpfer, die in der richtigen Stärke beim Nino bestellt werden können. Der fragt euch dann ab, was ihr transportieren wollt, welche Gasdruckdämpfer dann von seiner Seite aus berechnet für euch die optimalsten sind. Ansonsten im Lieferumfang enthalten, boah, das ist eigentlich alles gewesen. Also die Komponenten, die man halt braucht, um das Dach aufzubauen, Schrauben, alles dabei, beziehungsweise Nietenempfehlungen. Nieten muss man dann noch selber kaufen, weil das ist einfach so viel Kleinkram, da hast du mal ein paar Nieten über oder zu wenig, also mach das dann selber. Da steht aber alles damit drin. Oder der Nino ist auch immer, immer, immer bereit, per WhatsApp, per Telefon oder wie auch immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also das ist ein super Support. Zelt war dabei, ne? Genau, das Zelt war natürlich auch dabei. Das ist das Wichtigste. Die Zelthaut ist qualitativ, finde ich, extrem gut. Die kommt aus dem Segelbedarf und wird, soweit ich weiß, irgendwo in Norddeutschland hergestellt. Daher auch teilweise Wartezeiten, weil das einfach Handarbeit ist und wirklich perfekt. Die Nähte sind getaped. Wenn man sich das hier mal anschaut, hier ist eine Alu-L-Profil-Schiene, die ist im Lieferumfang auch mit drin, genauso wie die Abschluss- und Befestigungsschienen für das restliche Zelt. Und ich habe jetzt, weil ich das Lattenrost noch gerne klappbar machen wollte, einfach nochmal selber ein Alu-Profil zusammengeschraubt. Vorne wird das nochmal quer verstrebt, das kann man jetzt nicht sehen. Es ist auch klappbar, absichtlich klappbar, damit man unten, wenn man unten mal sitzt, längere Zeit auch mehr Platz hat. Nun ist das nicht immer machbar, dass man mal eben schnell alles klappt und macht und tut, oder man hat hier oben vielleicht das Lattenrost auch als Stauraum benutzt. Darum habe ich mir lange Gedanken gemacht und überlegt, wie kann ich das für mich realisieren. Ich habe ein handelsübliches Lattenrost bzw. Federleisten gekauft, habe die am Anfang einfach genommen, habe sie dann nachher gedoppelt, weil es einfach dann doch sicherer und stabiler ist. Und ich kann diesen Lattenrost von vorne bis hinten einfach ausziehen, kann ihn dann hier, Vorsicht Carsten, mit so Schnappverschlüssen arretieren an dem L-Profil, was ich nachträglich eingesetzt habe, habe somit eine Liegefläche von deutlich über 2 Meter, ich meine, es sind so 2,20 Meter in dem Dreh, was mir die Möglichkeit gibt, dass ich mit der Matratze, die ich auch nach den Maßen ausgewählt habe, anpassen kann. Ich kann entweder weit in den Fußraum rutschen und habe dann oben nochmal einen Überstand von 20-25 cm. Oder ich ziehe das ganze Paket nach vorne und in dem Moment, wo ich dann oben bündig abschließe mit meinem Lattenrostsystem, habe ich unten noch Platz. Und der Platz, der unten ist, den habe ich absichtlich so gelassen, weil ich die Auslastdüse von meiner Standheizung so positioniert habe, dass in dem Moment, wo die Heizung einen bestimmten Winkel hat von der Auslastdüse, schlägt die Luft unten durch den Lattenrost und zirkuliert oben am Dach, sodass ich oben praktisch dann eine Wärmequelle habe, die nicht nur durch den Lattenrost oder durchs Lattenrost zirkulieren kann. Wenn man drauf liegt, ist das schwierig, sondern unten über den Fußraum bis oben ins Dach kommt und hat sich bis jetzt als gut funktionierend herausgestellt. Macht sich da manchmal schon bemerkt oder macht sich bezahlt, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht sofort alles einfach nur nachbastelt. So ein Lattenrost ist nicht teuer. Man muss halt ein bisschen sägen können und muss die ablenken können, aber da muss dann jeder noch mal ein bisschen tüfteln, denke ich. Dann war für mich wichtig, dass ich mein Auto multifunktional nutzen kann. Und multifunktional heißt für mich nicht nur das Auto an sich, sondern natürlich die Innenraumgestaltung. Und ich habe davon abgesehen, mir eine normale Latexmatratze oder andere handelsübliche Matratzen oben aufzulegen, weil ich alleine schon durch das Konzept des verschiebbaren oder einschiebbaren oder sogar auch aufstellbaren, also ich kann auch die einzelnen Federleisten noch aufstellen, so dass ich unten deutlich mehr Kopffreiheit habe, wenn ich allein im Auto bin oder auch zu zweit und das Dach geschlossen habe, das können wir gleich nochmal zeigen, brauche ich eine Matratze, die anpassbar ist, sowohl in Länge als auch in Breite. Und das Schöne finde ich bei selbst aufblasbaren Matratzen ist, sobald die Luft raus ist, kann man die schön verpacken zum Transport oder auch um Platz zu gewinnen. Meine Matratze liegt im Nichtbetrieb immer in der Mitte, sodass ich auf der rechten und auf der linken Seite durchaus noch Stauraum habe. Und der Stauraum ist natürlich je nach ausgezogenem Lattenrost extrem groß. Und das macht sich gerade beim Fahren bemerkbar, wenn man mal eine Jacke oben reinlegt oder. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Und daher bin ich von vornherein auf der Suche gewesen nach einer selbst aufblasbaren Matratze. Und die sollte natürlich auch eine gewisse Komfortzone haben und bin bei C2 Summit gelandet. Ich habe mit den Produkten von C2 Summit über die Jahre sehr, sehr gute Erfahrungen sammeln können. Der Support ist immer gut gewesen.
Auch wenn die keinen eigenen Vertrieb haben, sondern das über Händler geht. Aber prinzipiell war die Qualität für mich immer gut. Und ich bin schon lange so im Outdoor-Bereich unterwegs und habe schon viel getestet. Und diese Matratze hat auch annähernd die perfekten Maße. Das heißt, die ist 2 Meter lang und 1 Meter 32 sowas breit. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier irgendwo einfach einen alten Bettbezug genommen. Meine Freundin war so nett, den einfach schmaler zu nähen. Und dann haben wir geguckt, wie wir das so hinkriegen, dass man die Matratze nicht immer voll aufblasen muss, aber trotzdem eine angenehme Liegefläche hat. Und wenn der Bezug drum ist, dann limitiert das die Breite so viel, dass das, was an Breite fehlt, an Höhe kommt. Und wir haben ausreichend Loft und das ist dann schon bequem. Wenn wir die Matratze voll aufblasen, die ist 10 cm hoch, dann will man da gar nicht mehr runter. Und das ist das Schöne daran. Und die Multifunktionalität der Matratze wird auch dadurch ausgedrückt, dass sie halt wasserfest ist. Und wir haben dann auch im Urlaub durchaus die Matratze aus dem Auto rausgenommen und haben sie uns auf die Wiese gelegt und haben ja da einfach dann so ein Bett für draußen. Das heißt, wenn das Wetter zulässt und man will mal unter freiem Himmel schlafen, hat man halt sofort seine Matratze dabei und muss nicht alles doppelt und dreifach mitnehmen. Oder hier noch eine Isomatte oder da noch irgendwas. Das Ding ist einfach dafür perfekt geeignet. Man öffnet dann hier einfach die Einlässe. Es gibt einmal die Möglichkeit, einen Einlass zu öffnen. Dann hat man noch ein Ventil. Wenn man dieses Ventil betätigt, dann hört man schon, wie die Luft eingesogen wird. Wenn ich das jetzt schneller haben will, öffne ich das komplett. Und dann sieht man auch schon, wie schnell die sich füllt. Das Gleiche haben wir jetzt hier unten nochmal. Das ist eine Kammer, aber mit 2 Zugängen. Wenn man jetzt Luft einblasen möchte, macht es natürlich totalen Sinn, das Rückschlagventil zu schließen und dann aufzupusten und die Luft kommt halt nicht wieder raus. Wenn man das Ganze wieder entlüften will, dann mache ich es immer so, dass ich erstmal, wenn keiner mehr drauf liegt, alle Ventile aufmache, warte, bis die Luft so weit raus ist. Das Aufpumpen, also wenn ich es mit dem Mund richtig nachfülle, ach, das kommt ja ein bisschen auf einen selbst und auf die Fitness drauf an, aber ich sag mal so, eine Minute und zu zweit ruckzuck. Wenn man die liegen lässt, während man vielleicht draußen irgendwas macht oder sonst, dann zieht die sich schon ziemlich voll und dann braucht man noch ein paar Hübe. Ich persönlich brauche jetzt nicht diese Befüllungssäcke oder sowas. Ich finde das eher hinderlich, als dass es hilft, weil das geht ruckzuck, dass die Matratze einfach dann voll ist. Und dann kriegt man die wirklich auf so viel Druck, dass man super bequem liegt. Ob alleine oder zu zweit, ist gar kein Problem. Gemessen an der Fläche, an der Liegefläche, die man hat, ist das wirklich nicht viel Gewicht. Wirklich nicht. Das ist ein Packsack, den habe ich den hier liegen? Nee, den habe ich jetzt gar nicht. Der ist so und so. Wenn man das richtig komprimiert, kriegt man die natürlich auch geschnürt. Der ist übrigens auch so robust, dass man ihn auch mal, wenn man dann unterwegs ist und sagt, ich muss mal ein paar Sachen einkaufen, kannst du reintun, wie so ein Seesack. Also alles konzeptionell gut durchdacht, würde ich sagen. So, das Bett ist gemacht. Hier oben 2 bequeme Kissen für 2 Leute und diese Schlaufen, die hat man eben nicht gesehen, die sind im geschlossenen Zustand zum einen dafür da, das nach innen gefaltete Dach aufgerollt zu befestigen und wir haben das Gegenstück unten am Rahmen. Das heißt, das ist dann auch ein Schutz gegen das Öffnen von außen. Wenn diese beiden geschlossen sind, dann ist das Dach schon ziemlich fest unten stabilisiert. Also es gibt jetzt keine weiteren Schnappverschlüsse von innen oder von außen. Wer das machen möchte, kann das natürlich nachträglich anbringen. Vielleicht kann Carsten dann nochmal so ein kleines Foto von Peters Variante mitgeben. Das hat er nämlich bei sich außen gemacht, weil beim 90er ist das ein bisschen anders von den Größenverhältnissen, als das bei meinem jetzt ist. Und hier oben zentral haben wir das Gleiche nochmal. Das heißt, wir können auch hinten das Ganze schließen und damit von innen verzurren. Und auch wenn man durch Gelände fährt oder auch mal in Schräglage kommt, das ist bis jetzt noch nie ein Problem gewesen. Es rutscht nichts. Wir haben noch Verbindungszapfen. Außen rechts und links, die dann nach oben wie so 2 kleine Zähne in das Gegenstück greifen. Also auch da ist es stabilisiert. Zurück im Innenraum. Wer das Video 250 gesehen hat, erinnert sich vielleicht daran, dass ich damals gesagt habe, ich möchte das Keep It Simple haben. Und auch der Innenraum wird so ausgebaut, wie ich ihn brauche und vor allen Dingen, wie es einfach ist. Und das habe ich für mich erstmal so umgesetzt. Ob das die Endversion ist, weiß ich nicht. Bis jetzt hat es sich wirklich bewährt, weil Keep It Simple, aber stabil, robust und anwendungsfähig. Freundlich. Was habe ich gemacht? Ich habe bei einem HT einfach nur die Radkästen verkleidet. Da ist keine Dämmung zwischen nichts, außer der Vorbesitzer hatte mit Bitumen alles beklebt und außer das Dach haben wir das Bitumen nicht entfernt. Das war einfach zu viel Aufwand und alles gelassen. Auch der Boden unter der Gummimatte, die ich absichtlich drin gelassen habe oder neu zugeschnitten habe, ist auch mit Bitumen beklebt worden. Das ist aktuell die einzige und für mich
notwendige Isolierung. Halt, stimmt nicht. Die Gummimatte habe ich unten mit Armaflex beklebt und dann auf das Bitumen drauf, damit es auch ein bisschen satter ist und nicht dauernd so knölkert, wenn man da mit dem Schuh drauf rumläuft. Dann habe ich hier einfach kleine Fächer reingeschnitten. Da ist jetzt Kabelkram drin, Feuerlöscher, Überbrückungskabel und in den anderen Staufächern hier und hinten ein bisschen Bergematerial, was man so braucht. Hier habe ich ganz normalen Stauraum für alles Mögliche, Tüten, ein paar Seile, das, was ich so brauche, einen Klappspaten. Und das hier ist noch in der Erprobung, ob das mal ein Sitz wird, so wie es jetzt aussieht, weiß ich noch nicht. In erster Linie war das für unseren Schwedenurlaub als Staufläche, die wir, wenn wir drin sitzen, nicht unbedingt brauchen. Da steht dann eine Kiste drauf oder zwei Kisten. Das Kopfteil habe ich klappbar gemacht in beide Richtungen, entweder als Durchlade oder als zusätzlichen Schutz, dass uns nicht immer alles beim etwas heftigen Bremsen nach vorne um die Ohren fliegt. Das Netz, das ist jetzt erstmal so drin, das hat sich bisher auch bewährt. Da habe ich schon eine neue Idee, wie ich das noch ein bisschen schicker hinkriege. Aber da kommen dann Jacken rein, alles, was auch gut durchlüftet werden muss. Mir ist es wichtig, deswegen auch ein Grund, das Lattenrost. Ich will Luftzirkulation im Auto haben und nicht so eine warme Hütte, wo dann die Luft steht. Hier hinten Bibilo, manche kennen es. Das ist so für den Notfall, kann man auch wunderbar da positionieren und sogar noch aus dem Fenster gucken. Also was will man mehr? Hier hinten habe ich noch einen Vorhang, den habe ich rausgenommen, weil ich den noch mal ein bisschen neu zuschneiden musste. Den kann ich komplett runterlassen. Das heißt, wenn man hier hinten drin sitzt, die getönten Scheiben, die ich ja damals, glaube ich, auch noch nicht drin hatte, das ist auch alles von natürlich von Xplore Glasing. Die bieten das ja doch ziemlich perfekt angepasst an und die habe ich dann auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwann noch eingebaut. Dann ist der Innenraum schön abgedunkelt und man kann hier wunderbar sitzen, ohne dass einem jeder auf den Keller guckt. Der Schrank, den habe ich absichtlich auch, Peter arbeitet, den habe ich absichtlich in der Einfachheit gelassen, weil ich relativ häufig auch mal großen Stauraum brauche und diese Kiste lässt sich sehr, sehr schnell entfernen. Ich habe hier vorne ganz einfache Steckplatten gemacht, so dass ich die jederzeit demontieren und wieder vorsetzen kann. Die sind auch vielfältig einsetzbar als Tisch auf dem Schoß oder ich kann das anderweitig benutzen, draußen, drin, ganz egal. Diese Kisten, die hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen in einem Video über den Urz, über die Buchanka, als Carsten in Dagestan war. Und ich fand es halt gut, dass man die hier arretieren kann. Das sind einfache Werkzeugkisten. Ich habe ein bisschen im Netz recherchiert und habe die gefunden und für eine kleine Mark bestellt. Die sind jetzt fest mit dem Untergestell von dem schwedischen Möbelhaus verbunden. Das hatte ich noch zu Hause und dachte, das passt auch perfekt. Also nicht wegschmeißen, sondern heute ist ja die Nachhaltigkeit auch immer ganz, ganz wichtig. Nee, Scherz beiseite. Ich nutze erstmal die Sachen, die ich zu Hause habe und kaufe nicht immer alles neu, weil es irgendwo im Internet so empfohlen wird. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob man das bei Carstens Aufnahmen eben sehen konnte. Hier stecken normalerweise zwei Bretter drin. Diese Bretter lassen sich jetzt rausziehen und einfach verklemmen. Gut, da kann man sich nicht draufsetzen, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Aber um mal was zu drehen, zu machen, abzulegen, ist das gut. Oder wenn man jetzt zu zweit hier sitzt und man frühstückt oder man braucht das zusammen und stellt seinen Laptop oben drüber, damit man mal einen Film gucken kann und die Entfernung. Also alles multifunktional überlegt. Dieses Brett hat auch schon ein bisschen Senf gesehen. Vorne für den Beifahrer während der Fahrt mal eben schnell Brot schmieren und dann nachher wieder weg. Ich möchte nichts haben, was nicht wirklich notwendig ist und was man vielleicht zur Not noch verfeuern kann, also Holz. Dann habe ich die Verkleidung vom Auto, ist auch ganz einfach. Das ist Birke Multiplex, genauso wie alles andere auch und nicht 3 cm stark und 500 Kilo schwer. Habe ich einfach hier den dahinter befindlichen Hohlraum, der noch genutzt wird. Das kommt dann alles nach und nach. Habe ich eine EPDM-Dichtung hintergeklebt, damit das hier schön ein bisschen nachgibt, wenn man sich anlehnt. Die Höhe beim Sitzen, wenn der Deckel zu ist, erreiche ich natürlich jetzt hier auch durch mein schiebbares Lattenrost. Das kann ich noch weiter aufschieben oder aufstellen. Habe dann wirklich fast den gesamten Platz, den wir zu zweit hinten brauchen, zum aufrechten Sitzen. Auch wenn das Dach runter ist, die Höhe reicht. Darum auch nicht noch unnötige Dämmung, damit das Dach auch wirklich so viel Platz bietet, wie man eben braucht. Ja, was habe ich noch gemacht? Bis auf diese einfachen Sachen, das hier, das kommt da wieder vor, zack,
Und das Prinzip ist das gleiche wie diese ausziehbaren kleinen Bretter. Das ist für mich wichtig, dass man das einfach irgendwie mehrfach nutzen kann. Diese Fläche, das ist gerade noch in der Entstehung. Da habe ich noch ein paar Ideen, wie ich das noch optimieren möchte, wieder auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Die Elektrik, was habe ich gemacht? Klassisches Doppelbatteriesystem. Habe das dann alles so verlegt, dass die Kabel vernünftig da sind, wo sie hingehören. Vom Togo-Verein gesponsert bekommen, schöne Laken. Die haben wir uns dann einfach umgeschneidert, um hier mal ein bisschen Farbe reinzubringen. Das sind im Moment unsere Vorhänge. Die werden jetzt nochmal in einer Wintervariante geschneidert, aber da ist meine bessere Hälfte dran. Das mache ich gerade nicht. Was haben wir sonst noch gemacht hier im Innenraum? Die Kühlbox. Ich habe mich für eine kleinere Box entschieden, weil ich der Meinung war, eine riesige Box brauche ich nicht. Bis jetzt hat die immer ihren Zweck erfüllt. Und wenn, würde ich mir tatsächlich, glaube ich, noch eine zweite Kühlbox auf die andere Seite stellen, in genau der gleichen Größe. Und man kann zur Not ja auch das Ganze als Froster nutzen, aber entweder friere ich ein oder ich kühle. Beides parallel geht nicht. Und ich habe einfach den Platz, den ich in der Breite haben möchte. Ich möchte nicht alles zubauen und eine Schrankwand vor mir haben. Es gibt jetzt auch noch ein Ausbaukonzept für die nächste Reise, die geplant ist in diesem Jahr. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Stauraum. Da habe ich aber auch schon ein paar Ideen, aber auch das dann, wenn es soweit ist. Wir können vielleicht vorne noch mal eben gucken, Carsten, weiß ich nicht. Da ist ja nicht so viel verändert worden, außer aufgeräumt. Carsten, wo bist du? Ich bin hier. Ach, da. Hier vorne ist einfach alles nur aufgeräumt. Hier unten drunter ist eine Standheizung verbaut, auch so der Klassiker in der Cubby-Box. Dann habe ich hier, auch auf Carstens Seite, man kann ja im Zubehör durchaus diese Armpolster kaufen. Die habe ich mir jetzt auch als Prototyp erstmal angepasst mit einer selbstklebenden Gummifolie. Die kennt ihr alle, die klebt man dann irgendwo auf, damit dann das, was man oben drauf legt, ein Handy, ein Stift, einfach nicht wegrutscht. Für mich ist es nicht so wichtig, das mitten im Auto zu haben. Und das wird auch noch weiter ausgearbeitet. Ansonsten habe ich hier nicht viel gemacht. Da ich jetzt das Hubdach oben habe, habe ich aktuell keine Beleuchtung. Da habe ich einfach so eine stinknormale USB in den Zigarettenanzünder gesteckt. Das reicht für meine Zwecke im Moment auch. Was habe ich noch gemacht? Ach ja, den Spiegel habe ich eingekürzt, weil der mir einfach zu viel im Sichtfeld war. Und den habe ich dann dementsprechend so auf die Länge gebracht, wie ich es wollte. Ich kann jetzt das ganze Lattenrostsystem auch von vorne nach hinten schieben. Ich habe hier eine Mittelstrebe, da sind beide Teile fest nochmal verschraubt. Hier kann ich nichts lösen aktuell. Ich wollte einen Fixpunkt haben, damit es noch stabiler ist, aber ich kann auch dieses ganze Teil bis hierhin abschieben. Dann habe ich nochmal Luft nach oben, wenn ich das denn brauche, wenn ich lange vorne sitze und ein bisschen mehr Kopffreiheit haben möchte. Dieses blaue Kissen, das ist auch von C2 Summit und das nennt sich, soweit ich weiß, Lumbar Pillow. Also das ist an sich ein Lordose-Stützkissen. Jetzt ist es so, dass ich das bei meinem Sitz anders gelöst habe, weil ich der Meinung war, das Kissen hier immer hinzufrickeln ist viel Arbeit und ehrlich gesagt dafür zu schade. Das ist qualitativ super, also ist echt richtig, richtig bequem. Sehr angenehm, auch drauf zu liegen, wenn ich oben keine anderen Kissen zur Verfügung habe oder vergessen habe. Das puste ich auf. Ventilsystem ist genauso, wie das oben bei der Matratze auch der Fall ist. Man kann den Bezug auch waschen. Das ist echt super. Also um da drauf zu sitzen, ich hatte das vorher auch hier im Rücken. Ich habe das auch manchmal, dass ich es mir auf den Stuhl lege zum Anlehnen oder wenn unsere Campingstühle, legt man sich kurz ins Kreuz, dann hat man wirklich, wirklich ein gutes Kissen. Wiegt nichts, ist klein verpackt, nur so eine Handvoll. Und ich habe mir das jetzt hier oben an die Kopflehne gepackt und wenn man sich hinsetzt, dann schließt das sauber im Nacken ab und man hat wirklich eine vernünftige Kopfentlastung, wenn man längere Zeit fährt. Diese ganzen Überlegungen, die ich hier getätigt habe, entstammen sicherlich auch ein bisschen meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin von Haus aus Osteopath und mache mir natürlich auch ein bisschen Gedanken, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht. Und ich probiere viel aus und wenn ich selber merke, da passt was nicht, dann versuche ich es passend zu machen. Was kann man abschließend jetzt noch sagen? Naja, keep it simple heißt nicht, dass es schnell beendet ist. Also ich bin gespannt, was mich noch erwartet und werde euch dann teilhaben lassen, wenn Carsten das möchte, an weiteren Projekten in der Entwicklung. Habt noch einen schönen Tag und schönes Wochenende. Bis bald. Ciao. Danke dir. Ciao.